Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Littlewood weiter in diesem kleinen Let's Show Projekt. So, beim letzten Mal haben wir den dritten Tag des Frühlings erreicht. Wir haben eigentlich so ein bisschen den Tag mit Dalton verbracht. Wir könnten auch weiterhin den Tag mit ihm verbringen. Ja, sagen wir einfach mal, komm wieder mit. Wir erforschen die Gegend. Wir haben beim letzten Mal jetzt schon beim Marktplatz hier Gegenstände platziert. Die werden jetzt über Nacht wieder abgeholt. Das ist sehr sinnvoll und schön. Und generell, ja gut, ein neuer Tag ist angebrochen. Das heißt, man geht jetzt erstmal die üblichen Sachen durch. So, zum Beispiel, wir hatten doch jetzt... Nein, hatten wir noch nicht. Haha, Moment. Aber kriegen wir das jetzt vielleicht hier? Wir gehen mal kurz in den Shop rein und gucken. Nein, ist nichts Neues da. Stimmt, weil er gesagt hat, immer nur Dienstag und Donnerstag fühlt sich das auf, ne? Ja. Aber wir könnten hier zwei Holzplanken deponieren, um die Ausbaufähigkeit des Shops weiter zu steigern. Also, ihr wisst schon, mehr Sternchen bedeuten mehr Belohnungen, mehr Dinge für später. Deswegen ist es sehr sinnvoll, wenn wir da einfach Gegenstände investieren, damit es in Zukunft gut wird. So, die Spitzhacke, mittlerweile ist mir eingefallen, wie das Ding heißt. Mit der Spitzhacke können wir Steine kloppen. Vielleicht machen wir das auch tatsächlich so ein ganz klein bisschen. So, bekommen wir zum einen Tautropfen, die Dalton irgendwie findet. Und zum anderen bekommen wir Steine, die wir bestimmt für irgendwas mal einsetzen können. Es ist jetzt, glaube ich, nicht so sonderlich schlimm, wenn ich die Steine wegkloppe. Also bei den Bäumen würde es mir ein bisschen mehr leid tun, wenn ich alle Bäume direkt komplett aus dem... Ja, aus dem Stadtbild rausschaffen würde, aber bei den Steinen denke ich mir so, na, die können ruhig weg. Mein Gott, was sollen die blöd in der Gegend rumstehen? Genauso auch wie das Unkraut, das können wir natürlich auch immer weiter pflanzen, rausrupfen, damit es nicht blöd in der Gegend herumwuchert. Und ganz eventuell würde das in Zukunft noch gut sein, dass wir ganz viel Unkraut und ganz viele Steine und so weiter haben, weil das sind Materialien, die wir halt später wieder gebrauchen können. So, nebenbei nochmal fischen. Bam. Oh, ja, einen tollen kleinen Stein. Aber den kann ich bestimmt zu gegebener Zeit auch wieder verkaufen, wenn ich denn will. So, jetzt sehen wir auch oben schon, durch diese kleinen Tätigkeiten, die ich jetzt getan habe, also einfach nur ein paar Steine kloppen, bisschen Unkraut zupfen, bisschen fischen, Der Lebensbalken dieses Tages, der ist jetzt schon fast wieder bei der Hälfte angelangt. Also es geht so fix. Aber man kann den Balken oder beziehungsweise die Lebensdauer des Balken auch noch später verlängern. Da gibt es dann so ein paar Möglichkeiten, wie man das dann tatsächlich machen kann. So, auch hier können wir einfach mal zwei dieser Ziegel spenden. So, dann haben wir hier die nächste Stufe erreicht. Wir bekommen hier irgendwelche komischen Sachen. Das war da ganz kurz eingeblendet. Moment, wo sehe ich denn die Items? Hier, die Sachen haben wir bekommen, ne? Ein Twig, ein Weird Metal, und hier noch ein Wiggly Worm. Ein schöner kleiner Wurm. Ja, der würde immerhin 70 Tautropfen bringen, wenn wir ihn verkaufen würden. Also... Vielleicht sollten wir den zu gegebener Zeit tatsächlich loswerden. Durch die ganzen Steine, die ich jetzt abgebaut habe, habe ich natürlich sehr viel Materialien eingeheimst. Deswegen können wir jetzt hier an der Werkbank auch... Ja, in welchem Verhältnis überhaupt? Moment. Also wenn ich zwei Steine opfere, für zwei Steine bekomme ich einen Ziegel. Gut, alles klar. Ja, dann kloppen wir hier so ein bisschen. Klopp, klopp, klopp. So, schön. Machen wir sowieso. Dann haben wir schon 60. 60 Ziegel. Und wenn wir jetzt hier gucken... Oh, ich habe auch verhältnismäßig viel Holz. Das ist schön. Moment. Dann können wir hier auch wieder so zwei dieser Holzplanken reinpacken, um auch die Sägemühle irgendwie weiter zu verbessern. Und hier nebenbei hauen wir auch nochmal ein bisschen was rein. Zack, zack, zack. So, oh, und da habe ich jetzt meinen Balken... Das Limit auch schon fast erreicht. Es ist jetzt wieder später Abend geworden. Dalton denkt sich jetzt wahrscheinlich auch schon, Mann, die Tage hier in Fischteich, die vergehen aber erstaunlich schnell. Das ist ja unglaublich. Gut, ja, jetzt können wir nochmal hier mit Dudley kurz reden. Willow redet wirklich sehr viel über dich. Sie sagt, du inspirierst die Leute um dich herum. Und ich würde ihr wirklich sehr doll zustimmen. Ja, ja. Oh,
Das ist aber lieb. Die ganzen Bewohner, die sind alle so lieb. Wisst ihr, das allein das ist so eine wunderbar angenehme Atmosphäre, so eine richtig schöne Wohlfühlatmosphäre in diesem Spiel, weil ich bin der Held dieser Spielewelt. Natürlich lieben mich die Leute. Ich bin irgendwie dafür verantwortlich, dass der böse Magier verschwunden ist. Das heißt, die Leute verehren mich quasi auf ihre Art und Weise. Das ist super cool, möchte ich an der Stelle nur nochmal gesagt haben. So, hi Willow. Copy Merchants will pay a good price. Yo, okay, alles klar, das hatten wir schon beim letzten Mal, ne? Die Gobbys werden wir übrigens noch kennenlernen, ja. Beim letzten Mal wusste ich nicht, wer oder was diese Gobby-Händler sein sollen, aber das ist so eine, naja, eine recht urige Rasse. Eine recht urige Spezies. Eine, es sind Humanoide, ihr werdet es schon früher oder später sehen. So, die werden jedenfalls mit ziemlicher Sicherheit irgendwann kommen. Ich frage mich, ob da irgendwas am Grund des Brunnens sein mag. Naja, vielleicht können wir das ja irgendwann mal erforschen. Vielleicht aber auch nicht. Ich mag auch diese kleinen Glühwürmchen oder was auch immer das sein sollen. Das ist schon ganz nett. Ja, gut. Naja, okay, ich würde sagen, dann haben wir... Ne, Moment, eigentlich. Damit wir das voll ausschöpfen, dann hauen wir jetzt nochmal... Ups, ein so ein Ding rein. Genau, dann steht jetzt unten auch... Oh, ich bin so müde, ich sollte ins Bett gehen. Wenn ich jetzt nur eine verdammte Aktion noch tätigen würde, dann, ja, würde mein Charakter bewusstlos umkippen und wir wachen am nächsten Tag wieder auf und der nächste Tag würde dann mit bereits... Naja, mit nicht ganz so leerem Balken starten. Also sprich, wir könnten nicht so viele Aktionen ausführen, wie wenn wir ins Bett gegangen wären. Ja, so viel dazu. So, Dudleys Haus, du hast noch relativ wenig. Ja. Um die Inneneinrichtung kümmern wir uns bei Zeiten, wenn wir auch mal mehr Sachen haben. Dalton, auch wenn ich dich sehr mag, ich möchte jetzt gerne alleine nach Hause gehen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. So, wie war das jetzt eigentlich generell nochmal? Kalender. Genau, Farmer's Day am 11. Hier haben wir irgendwas mit Eiersuche und ein mysteriöser Besucher. Ich darf euch an der Stelle übrigens sagen, unter einem der Videos wurde die Frage gestellt, ob die Heimatstadt, die man hier quasi eröffnet und betritt, ob die immer zufällig generiert wird oder ob es immer dieselbe ist. Da ich noch parallel einen anderen Spielstand betreibe, in dem ich jetzt privat schon ein bisschen weitergespielt habe, also es war immer dieselbe Map. Also die Heimatstadt sieht, glaube ich, immer komplett gleich aus. Aber was mir aufgefallen ist, die... Feiertage, in Anführungszeichen, oder die besonderen Ereignisse, die hier im Kalender auftauchen, die sind vollkommen verschieden. Weil ich hatte in meinem anderen Spielstand zum Beispiel dieses Scavenger Hunt um den 10. herum und den mysteriösen Besucher, den hatte ich bei mir überhaupt nicht, sondern stattdessen hatte ich dann am Ende des Monats ein gänzlich anderes Ereignis. Genauso wie ich auch Farmer's Day nicht hatte. Also, das ist interessant. Ich frage mich, wie viele verschiedene Ereignisse es in diesem Spiel geben mag, wie zufällig die kommen und ob man dann irgendwann in Verlegenheit kommt, auf gewisse Ereignisse ja zu sehr zu warten oder so. Also, wisst ihr, was ich meine? Dass man irgendwie dann vielleicht mal so sieht, oh, da passiert etwas besonders Tolles. Da freue ich mich aber schon, wenn das im nächsten Jahr dann wieder auftritt. Und dann stellt man fest, oh, das passiert ja gar nicht. Das ist ja voll dumm. Und jetzt muss ich noch länger warten, bis dann vielleicht wieder dieses tolle Ereignis eintritt. Also, ja, keine Ahnung, ob man da tatsächlich Gefahr läuft. Ich weiß es nicht. Ach, ist egal. Gut. Kann ich nicht beurteilen, will ich mir nicht zu viele Gedanken drüber machen. Ich gehe jetzt ins Bett. Und Willow und Dalton haben sich ganz doll gefreut und Dudley auch ein bisschen, dass ich offensichtlich hier lebe und atme. Nebenbei, yo, im Crafting haben wir jetzt auch schon Level 5 erreicht. Das ist schön und nett. Wir haben Donnerstag und wir fühlen uns glücklich. Oh yeah, neuer Tag, neues Glück. So, was geht denn los? Erstmal die Post checken. So, lieber Hering. Gut gemacht, dass du Level 5 im Steineabbauen erreicht hast. Jedes Mal, wenn ich eine Spitzhacke schwinge, dann breche ich irgendwas. Also dann mache ich irgendwas kaputt. Das ist voll doof. Naja. Oh, wir bekommen einen fancy Ziegelstein. Das ist aber nett. Ja, mit diesen fancy Ziegelsteinen kann man später tollere Sachen zusammenklöppeln.
Also, naja, diese Abstufung kennt man ja auch aus Minecraft oder was auch immer, ne? Es gibt halt diese normalen 0815 Ziegelsteine und je nach Material gibt es dann natürlich später immer kunstvollere und verziertere Geschichten. Und damit kann man dann später auch tollere Sachen machen. So, lieber Hering, diese Stadt sieht jeden Tag immer viel besser aus und das nur dank dir. Oh, und ich sehe, dass dein Crafting-Level nun schon Level 5 beträgt. Das ist super. Hier hast du noch einen Ziegelstein als Belohnung. Der arme Postbote, der das übrigens schleppen muss. Lieber Hering, ich mag Schleimäpfel, aber nicht, wenn sie schon verrottet sind. Okay. If I find rotten ones... Ah, wenn ich Schleimäpfel finde, die nicht mehr so gut aussehen, dann werfe ich sie normalerweise auf Willow. Hast du mal Lust, dass wir das zusammen ausprobieren? Nicht so wirklich, Dalton. Danke. 100 Tautropfen. Yay. Können wir bitte einen Bogen um Dalton machen? Hallo, Willow. Weißt du, Dalton hatte einen sehr guten Einfall jetzt heute am Morgen. Er sagte, du brauchst einen offiziellen Titel und dein eigenes Büro. Okay. Was meinst du, wie sollte dein Titel lauten, Hering? Ja, genau. Gut, okay. Und jetzt darf ich mir einen Titel aussuchen, wie ich jetzt hier so quasi ganz offiziell in der Stadt genannt werden möchte. Für den Pöbel quasi. Also ihr seht schon, der Vorschlag eigentlich ist einfach nur Bürgermeister. Aber ich habe natürlich eine viel bessere Idee. Also, wenn schon, dann sollte es irgendwie der einzig wahre und der wahrhaftige sein. Ich bin ab sofort der Oberschnups. Der Oberschnups von Fischteich. Ja, ich finde, das ist ein Titel, der da stehe ich für mit meinem Namen. Oder so ähnlich. Ehre, wem Ehre gebührt. Okay, so ist es nun also entschieden. Du bist offiziell Hering, der Oberschnups von Fischteich. Ich finde, in Englisch hört sich das auch viel besser an. You're officially Hering, Oberschnups auf Fischteich. Das ist super. Das klingt wirklich super. Ja. Jetzt unser neuer offizieller Oberschnups, der verdient sich natürlich noch ein offizielles Gebäude. Ja. Ein Gebäude, wo du verschiedene neue Regeln aufschreiben kannst. Für Fischteich und für seine Bewohner. Oh, unser eigenes Büro. Cool, cool. Danke, Willow. Da mache ich dir gerade mal ein Kompliment. Oh, du bist so süß, Hering. Ja, ich weiß. Auch wenn es ein bisschen Arbeit war, dir ein Kompliment zu machen. Aber nichtsdestotrotz, es war schon ein bisschen süß. So. Du hast wirklich irgendwie, also du bist wirklich gut darin, so Sachen zu bauen, Hering. Du inspirierst mich wirklich hart zu arbeiten und mehr kreativ, also viel kreativer zu sein. Dabi, dabi, dab. So, hier läuft übrigens ein komischer Typ rum. Hallo, Babsi. Hallöchen auch. Ich bin so durch die Wälder gelaufen und dann bin ich plötzlich über diese Stadt hier gestolpert. Ein paar Leute hier sagen, dass du Hering bist, der Held von Solem. Ich hab dich irgendwie ein bisschen mehr heroisch erwartet. Also, naja, ich bin Babsi, Solems größter Chef and Fashion Connoisseur. Also hier, Mode und ich glaube, was Kochen und so weiter angeht. Da hat er ein Faible für und da ist er irgendwie ein wahrer Kenner seines Fachs. Dieser Platz hier, also dieser Ort hier, der sieht ziemlich verzweifelt aus auf der Suche nach gutem Essen und Modebewusstsein. Ja. Ich bin sicher, mein überaus ungewöhnlicher Schleimpudding. Oder mein bubbeliges Drachengetränk würde die Stadtbewohner glücklich machen. Ja. Babsis Haus. So. Bubbly. Ja, ihr wisst schon. So.
ich baue jetzt meine Hütte hier hin. Ich glaube, das ist einfacher. Gut. So, was haben wir denn hier? My Office. Okay. Kostet 10 Holzplanken und 10 Ziegel, aber können wir uns mal sowas von leisten? Beziehungsweise will ich es überhaupt da hinsetzen oder will ich es irgendwo anders hinsetzen? Ich weiß gerade nicht. Könnte es irgendwo hier hinsetzen oder so. Eigentlich hier oben, ne? Hier oben würde es sich vielleicht ganz gut machen. Finde ich persönlich. So auf dem Hügel, auf dem... Ja, doch, da habe ich auch die beste Sicht auf die Stadt, wenn ich durch meine großen Zimmerfenster gucke. Und ja, ja. Da kann ich die alle im Auge behalten, dieses faule Pack, dieses. So, okay, und Babsi will natürlich auch irgendwo wohnen, das heißt, wir kriegen jetzt auch seine Hütte hoffentlich unter. Irgendwo, meine ich. Ja. Na gut, packen wir sie erstmal hier an den Rand. Das ist nicht final. Er wird wahrscheinlich zu gegebener Zeit umziehen, aber Hauptsache, er hat mein Haus. So, okay. Hi, Dudley. Hey, Hering. Ich hab vergessen, dir gestern etwas zu sagen. Während du auf Abenteuer warst, also während du halt auf deiner Reise warst, wegen Abenteuern und so, hab ich einen grünen Daumen bekommen. Ja, ja. Ich hab nämlich alle möglichen verschiedenen Arten von Gemüse auf meiner alten Farm angebaut. Und das war ziemlich lohnenswert, sag ich dir. Falls du das auch mal ausprobieren möchtest, so ein paar Samen zu sehen und Sachen anzubauen, dann, naja, ich wollte jetzt einfach mal das hier geben. So, zuerst solltest du so ein bisschen fruchtbare Erde hier so platzieren und dann packst du so ein paar Samen drauf. Und es gibt wirklich viele verschiedene Arten von... Ich weiß gar nicht, ob Crops wirklich das passende... Aber ihr wisst schon, was ich meine. So kann man halt Sachen anbauen. Es gibt wirklich verschiedene Arten von Samen hier in Solem. Ich bin sicher, dass du sie alle irgendwann mal entdecken wirst. Ja, ja, mit Sicherheit. Oh, 6 Karotten. Okay, gut, Moment. Oh, viele neue Sachen. So, Moment, erstmal klarkommen. Hier, Tilled Soil. Und davon haben wir 20 zur Verfügung. So, da können wir erstmal hier so zack, 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 zack. So, okay. Und dann blablabla. Wir haben jetzt sowieso nur 6 dazu bekommen. Ne? Karotten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das ist jetzt unser eigener kleiner Garten. Mitten neben dem... Naja. Also, neben dem Brunnen, neben dem Marktplatz. Naja, das können wir alles schöner machen. Es ist, wie gesagt, under construction. Hier wird noch dran gearbeitet. Hier wird auch schwer geschuftet noch. Das sage ich dir. Hallo, Dalton. Yo, Hering. Ich habe mein Gesicht repariert. Quasi. Also sieht wieder gut aus, oder? Was meinst du? Also, ich habe so ein paar Käfernetze hier so gemacht. Damit können wir diese verdammten Drachenwespen einfangen. Ja, ja. Du bekommst die, das hier. Das ist ein ziemlich gutes Netz, ja? So, genau. Novus Bugnet. Okay, und jetzt haben wir ein Käfernetz. Und jetzt kann ich diese kleinen Scheißviecher hier einfangen. Eine Flutterfly. Cool. So, jetzt kriegen wir auch Insekten zusammen. Das ist super. Denn das bedeutet, ja, Insekten und Fische und naja, Unkraut, das wird jetzt so ein bisschen unsere Haupteinnahmequelle werden, denke ich. Glaube ich. Hallo Willow. So, ja, ja, du kennst dich besonders gut aus, Sachen zu bauen und so weiter. Willow, komm mal mit. So, wir gucken uns mal ein bisschen um. Oh, guckt mal. Der Marktplatz ist heute gut besucht. Zum einen, ja, wir haben jetzt ganz viele Sachen hier platziert. Und wir können jetzt die ganzen Tautropfen einsammeln. 210 Tautropfen kriegen wir insgesamt. Dann können wir direkt wieder anfangen, neue Sachen hier zu platzieren. Wie zum Beispiel hier die Fische, den Käfer, den wir jetzt gefunden haben. Ja gut, und das ganze Unkraut halt, was wir zwischenzeitlich eingesammelt haben. Dann wird das jetzt auch über Nacht wieder verkauft. So, wen haben wir denn hier? Witch, der Händler. Und der bringt uns ein Geschenk mit. Ja, weil Wedge eine coole Sau ist. Und natürlich nehmen wir dieses Geschenk gerne mal an. Es sind Pebbles. Eine neue Blaupause. Ich glaube, das ist... Ist das so ein Steinpfad? Oh, den können wir noch gar nicht bauen. Da brauche ich so ein besonderes Material für. Aber das sind dann so Steinwege, oder? Könnte ich mir vorstellen. Damit wir dann nicht diese komischen... Naja... Also die Wege sehen auch hübsch aus, die sehen erstaunlich hübsch aus, aber de facto ist es ja eigentlich nur wahrscheinlich so eine Mischung aus Sand und Kies, der hier so rumliegt. Könnte man wahrscheinlich wirklich ein bisschen schöner machen, wenn man das hier alles so mit kleinen Steinchen macht.
Aber dafür brauchen wir erstmal dieses neue Material. So, und die Typen hier, das sind die Gobbies. Die sehen so ein bisschen aus wie Marsmenschen. Zivilisierte Marsmenschen. Gob, gob, gabugi. Oh, da gibt es auch eine neue Blaupause. Ein Schleimapfelbaum. Ja, die können wir dann jetzt ab sofort auch hier platzieren. Noch ein Gobby. Pugi, wugi. Und der gibt uns zweimal Erde, Dreck, wie auch immer. Naja. Gut, cool. Das ist schön. Wird wahrscheinlich nicht jeden Tag so sein, dass etwaige Händler die Stadt besuchen. Aber wenn sie die Stadt besuchen, dann sollte man immer mit ihnen reden. Denn sie geben einem einfach für lau irgendwelche Gegenstände. Und das, finde ich, ist eine richtig, richtig coole Sache. So, die Bäumchen hier, die... Ja, Schnups, genau. Die Bäumchen hier, die tragen jetzt mittlerweile auch Früchte. Hat man das überhaupt schon? Weiß ich nicht genau. Sie tragen jedenfalls Früchte. Dementsprechend kann ich jetzt auch an so einen Baum rangehen und dann kann ich jetzt hier so Schleimäpfel abernten. Dupti-dupti-du. So, perfekt. Nebenbei gehen wir dann mal hier rein. Wir haben jetzt die Blaupause bekommen für Schleimäpfelbäume. Und ja, dieses Fruits 3 von 6, das bedeutet, ich kann momentan 6 dieser Bäume hier in meiner Stadt platzieren. Und ja, jetzt haben wir schon das Limit erreicht. Also mehr Bäume geht momentan nicht. Aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann sollten wir das Limit zum jetzigen Zeitpunkt auch ausreizen. Weil je mehr Bäume wir platzieren, desto mehr können wir dann natürlich in den nächsten Tagen ernten. Und je mehr wir ernten, desto schöner wird es dann später, um irgendwelche Sachen eventuell aus den Äpfeln zu machen. Oder um sie zu verkaufen oder whatever. So, okay. Und jetzt aber noch feierlich. Das machen wir jetzt noch. Wir besuchen natürlich noch unser Büro, das wir jetzt neu bekommen haben. Hallo. Wow, dein eigenes offizielles Büro. Das sieht sehr passend aus für Fischteichs Oberschnups. It's very fitting for Fischteichs Oberschnups. Das ist super. Da drüben ist ein brandneuer Bürostuhl und Büroschreibtisch. Ja, ja. So, da kannst du dann dran sitzen und neue Town Wishes machen. Also neue... Das seht ihr gleich, ich erklär's gleich. So, diese Plaketten an der Wand, die sind auch sehr wichtig. Dort kannst du Fischteichs Skala sehen. Also, ja, wie schön die Stadt halt ist. Was meinst du, Hering? Guck's dir doch mal an. Genau, das machen wir jetzt auch. So, also, wenn ich an den Schreibtisch gehe, das sind die Wünsche. Wünsche der Stadt. Das sind quasi Dinge, die ich dann so festlegen kann. Die kosten aber immer Tautropfen. So, hier gibt's so verschiedene Sachen. Es werden mit der Zeit auch mehr, beziehungsweise ihr seht es ja unten, die erneuern sich dann immer jeden Mittwoch und jeden Samstag. So, hier haben wir dann zum Beispiel so Sachen wie, dass man plus 15 Dekoartikel in der Stadt verteilen kann. Nutzen es momentan noch nicht so viel, weil wir nicht so viele Dekoartikel haben. Aber wenn es irgendwann mal der Fall ist, dann würde man natürlich gerne auch viele Sachen platzieren wollen. Dann, Unkraut kann für 5 Tautropfen mehr verkauft werden. Das wäre doch zum Beispiel ganz gut, weil wir hatten ja auch ein bisschen ein paar dieser Unkrautdinger auf dem Marktplatz deponiert. Das heißt, so, dann kriegen wir jetzt für jedes Unkrautding auch 5 mehr. Und auf Dauer wird sich das dann, glaube ich, mit den 200, die wir jetzt dafür ausgegeben haben, das wird sich das schon rechnen. So, und hier haben wir noch zwei so Dinger. Eine plus 2%ige Chance, um extra Gemüse zu ernten oder eine plus 2%ige Chance, um eine extra Frucht zu ernten. Ja, will man natürlich haben. Ist jetzt trotzdem für den jetzigen Zeitpunkt noch relativ teuer, deswegen für den Moment lasse ich es erstmal. Auch dieses Gebäude kann natürlich verbessert werden. Auch hier packen wir dann erstmal Tautropfen rein und in den nächsten Tagen mit Sicherheit dann noch Steine und Holz. So, und hier sind noch die Plaketten. Hier sehen wir dann verschiedene Statistiken. Also erstmal über Fischteich allgemein, wie viele Häuser wir haben, wie viele Bäume hier rumstehen. Wir haben keinerlei Erze mehr, weil ich alle abgebaut habe und so weiter und so fort. So, dann hier, wie viele der Städtewünsche wir mittlerweile gekauft haben. Ihr seht schon, da gibt es noch einiges, was dann so mit der Zeit irgendwie dazukommt. Extra Chicken-Items, extra Cow-Items. Kann man dann später hier echt noch Tiere bekommen? Okay, soweit war ich in meinem Spiel nämlich noch gar nicht.
Das scheint also wirklich doch noch ein bisschen Harvest Mooniger zu werden, als ich gedacht habe. Also Kühe, Hühner, Schweine und Schafe. Oh, da freue ich mich drauf. Na gut. So, und hier können wir ja vom Spiel, vom Intern halt die Schönheit der Stadt schätzen lassen. So, und da sehen wir schon, aha, am Anfang war sie noch messy, aber durch all die Dinge, die wir mittlerweile gebaut haben, durch die Gebäude, durch Bäume, die wir gepflanzt haben und so weiter und so fort, mittlerweile sagt das Spiel, dass diese Stadt echt hübsch ist und da kann ich dem Spiel auch nur beipflichten. Gut, ja, der Oberschnups von Fischteich hat eine schöne Stadt gebaut. Und wir bauen natürlich beim nächsten Mal auch noch ein bisschen weiter. Für den Moment soll es aber erstmal wieder gewesen sein mit Littlewood. Ich sag für den Moment dann erstmal wieder ein oberschnupsiges Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.